Willkommen zurück zu einer neuen knalligen Folge Far Cry 6 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz knallig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte turbogeile Wahnsinnsvideo mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft. Gewinnspiel Nummer 3. Einfach nur bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen und natürlich ganz wichtig, welche Version ihr gerne von diesem Spiel hier hättet. PC, PlayStation oder Xbox steht zur Auswahl. Einfach ganz kurz in die Kommentare schreiben. In der letzten Folge musste ich leider ein bisschen Musik wegcutten. Ich habe erst eine ungeschnittene Version hochgeladen. Da stand dann aber dabei, nicht in allen Regionen verfügbar. War mir dann halt einfach ein bisschen zu heiß. Deutschland wäre es noch gewesen, ich hätte kein Geld damit verdient. Wenn ich jetzt mal mit einem Video kein Geld verdiene, ist es auch nicht tragisch für mich, ja? Darum geht es auch gar nicht. Sondern ich hatte das schon mit zum Beispiel Mafia-Videos, wo dann wirklich im Nachhinein ein Strike da war. Oder irgendwelche Richtlinien haben sich verschoben und ja, es war dann für alle gesperrt. Und was bringt euch ein Video, das ihr eh nicht angucken könnt, weil es halt gesperrt ist für alle, ja? Es bringt leider niemanden was. Es tut mir leid, dass ich da cutten musste. Einige Leute waren ein bisschen angepisst. Wie gesagt, wenn es nach mir ginge, wäre hier nichts geschnitten. Ich würde alles gerne zeigen. Früher ging das ja auch. Meine alten Videos war ja alles damals immer mit Musik, mit Nacktheit, Gewalt und allem drum und dran. Bei Nacktheit und Gewalt kann ich noch ein bisschen verhandeln, aber wie komme ich denn hier rein? Aber bei Lizenzmusik, da kannst du gar nichts machen. Da gibt es keine Verhandlungen. McKay Global investiert 100 Millionen in El Presidentes Vision. Greifen wir McKay an? Erst das Geld hinter Castillo. Nein, erst töten wir Castillo, danach ist McKay egal. Ja, was geht uns ein scheiß Yankee in einem Anzug an? Erst das Geld. Kein Geld, keine Panzer, keine Kugeln, keine Soldaten. Ich habe es. Yelena, Juan Ron, Lorenzo, ich und alle von La Moral nehmen uns Castillo vor. Dani, du tötest McKay. Das ergibt keinen Sinn. Ist so, das Gelaber nervt vielleicht. Wir kämpfen! Guerilleros! Haut rein! Ja, so ist Krieg. Es macht Bumm und man freut sich, dass man Menschen umbringen kann. Das ist Krieg. Der wird hier sehr realistisch dargestellt. Okay, meine neue Knarre macht ein bisschen Pest. Let's go, Krieg! Partykrieg! Mehr nicht. Verteidige das Hotel. Alright, der hat sich quasi selbst gesprengt. Achtung, Bazooka-Mann. Oh, das Ding ist nicht schlecht. Von der Hauptstraße kommt Verstärkung. Alright. Oh, wow, 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 wow. Viele, 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 viele. Hey! Hat der alte Mann eben gerade wirklich auf mich geschossen? Okay, Moment, ich brauche irgendwas mit Sprengkraft. Deswegen fliegst du mal wieder raus und ich wollte dich doch mal testen. Haben einen scheiß Panzer! Was, die haben Panzer? Haben wir nicht einen Panzer? Wir haben doch auch einen Panzer. Wo ist unser Panzer? Wo ist Munition? Ja, scheiße, du sagst es. Ist hier rein zufällig Schlüssel benutzen. Ich habe einen Schlüssel hierfür. Okay, hier ist Schießpulver. Keine Munition. Warum ist hier schon wieder keine Munition? Gucci Gucci gibt es hier drüben, aber nix Muni Muni. Zumindest hierfür keine Muni. Ich werde nach mir gehen. Panzer. Ja. Oh, Achtung. Da, ein Panzer auf der Anhöhe. Danke für die Info. Danke für die Info. Hätte ich ja gar nicht realisiert, dass da drüben Panzer ist. Habe ich dafür noch Muni? Bisschen.
Toll, es juckt für den Panzer leider null. Oh, holy shit! El Tigre, geht's dir gut? Oh, hier drüben ist Munition. So, ein bisschen durchhalten, erstmal hier noch ein bisschen randalieren. Yes, na also, geht doch. Moment, Wasserfalltruppen? Wie geht's eigentlich meinem Hundi? Ich hoffe, meinem Hundi geht's gut. Hundi? Oh, ist irgendwo da oben. Ich muss nach oben. Let's go to the top. Alter, die lebt noch. Was war das eben gerade? Alle machen irgendwie so einen merkwürdigen Flickflack. Ja, ja, die Wasserfallbrigade. Tötet wieder ganz viele Frauen. Richtiger Frauenkiller. Das sind nur... Ja, das sind nur Girls. Das sind nur Girls. What? Let's swing this thing. Oh, hier ist Muni, nice. Bam, 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 bam. Ich bin direkt neben dir, oder nicht? Was geht hier ab? Sollten von Libertad ins Rampenlicht gerückt. Hinter den Fußstapfen einer um Aufmerksamkeit heischenden Generation. Ja, ich weiß, wir sind alle Likes geil. Ich bin selber Like geil. Leute, liken. Wie jetzt, El Tigre? Was geht's? Bin auf dem Weg! Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Achtung, Obacht, mir wieder so ein Gillow-Gegner im Endeffekt. Den Tag ruiniert. Ey, ich bin am Heilen. Alte Regel. Da schießt ein Mann, der gerade am Heilen ist. Nicht in die Fresse. Verstanden. Gewonnen. Rettung, Rettung. Verstanden. Keine Rettung. Wir haben irgendeinen Dude verloren. Irgend so einer ohne Name. Das juckt eh niemanden. Hubschrauber. Ja, da brauche ich schon wieder was anderes. Brauche ich dich. Natürlich! What? War doch eingeloggt. Hä? So, oh, bitteschön. Ist er down? Noch einer oder was? Oh, macht keinen Scheiß. Oh, Alter, das Ding macht aber gut Damage. Leider habe ich keine Munition mehr. Gibt es hier irgendwo Munition? Die klauen uns unsere Zukunft. Nochmal mit der Sniper vielleicht drauf. Na komm schon. Also geht doch. Das war's. Nice. Gewonnen. Viva la Revolution. Yelena, was ist los? Das war Gilberto. Der Angriff, sie wollten das Fort nicht einnehmen. Sie wollten uns drin halten. Ja.
Tigre! Wir müssen raus! Lauf, Danny! Oh nein, ich El Tigre. Och man, das war der einzige, den ich cool fand. Das heißt, Gift ist überall. Das war ja wieder klar. Gar nichts. Du musst sofort da raus. Dani, ich. Komm. Komm dran. Finger. Holy shit. Aber warum nicht gleich sowas, ne? Ist Lorenzo auch tot? Ja. Big Mama? Yelena! Wie viele haben wir verloren? Wo ist schon dran? Dani, sie... Komm einfach auf den Patriotas-Gipfel! Alle tot. Ende. Sag nicht, ich hab's gewusst. Ich will mich von einem alten Freund verabschieden. Damals, 67, haben wir nicht getrauert. Der Tod war glorreich. Wir waren so dumm. Castillo und McKay sind so weit gegangen. Mehr werden sterben, niemand ist sicher. Keine alte Legende. Keine neue. Nicht Alestes Anführerin. Oder die Faust der Revolution. Wir müssen sie stoppen, Castillo und diesen Yankee. Wir? Ihr Kinder seht aus, als bräuchtet ihr etwas Glück. Okay, dass die Veganerin drauf geht, hätte ich jetzt irgendwie gar nicht erwartet. Ich habe gedacht, die lassen sie am Leben. Die hat sie irgendwie noch rausgeschafft. Ich meine, wir haben sie ja nicht mal sterben sehen. El Tigre hat wenigstens noch den emotionalen Tod ich geschenkt bekommen. Ich will nichts davon hören, dass Libertad und Clara Garcia uns hätten helfen können. Nicht, dass ich das von dir erwarte, aber... Mira, Honron und El Tigre sind tot. Heben wir uns die Tränen für nach dem Krieg auf. Schieb es weg. Mach weiter. Dieser verfickte Yankee McKay und sein Geschäft sind unser Hauptziel. Ich muss mehr über seinen Betrieb in Erfahrung bringen, um unseren Angriff zu planen. Ich will, dass du Störsender kaputt machst. Die blockieren alle kabellosen Datenübertragungen in La Jolla. Wenn du ein paar von ihnen zerstörst, kann ich mich mit dem USB-Stick verbinden, den ich dir gebe. Steck das Ding in irgendeinen Computer in McKays Gebäude und ich bekomme Zugang zu seinem Netzwerk. Wir finden die Schwachpunkte dieses beschissenen Yankees und zwing ihn in die Knie. Ich habe ein Bild von den Störsendern auf dein Handy geschickt. Alright, alright, alright. Machen wir das Ding. Schaukeln wir das Ding. Ist es jetzt wieder viel Rumgesuch oder? Mhm. Wuff, wuff. Ja, wir gehen ja schon. Er will immer Blut vergießen, der alte Köter. So, spring hinten auf. Kann er nicht. Schade. Schade, dass er das nicht kann. Okay, wir müssen hier hin. Let's go, langer Flug. Hola, Schätzchen, Gilberto hier. Hey. Ich stehe noch unter Schock. El Tigre und Honron an einem Tag? Meine Güte. Ich werde Castillo und McKay töten. Ojo, por ojo. Genau. Aber ich habe nicht angerufen, um deine Racheanzeige zu checken. Ach, die ist im roten Bereich. Ich weiß, Schätzchen. Ich wollte dir sagen, dass ich das neue Hauptquartier von La Moral in der Cardoso-Mühle eingerichtet habe. Schau doch mal vorbei. Okay, Gilberto. Oh, eine Sache noch. Da wir ja jetzt keinen Türsteher mehr brauchen, sucht Alfredo nach neuen Abenteuern. Glaubst du, Libertad hat Verwendung für ihn? Auf jeden Fall. Schick ihn zu Benito. Der kann immer Hilfe gebrauchen. Alles klar, ist das auch eine neue Mission, oder? Ich meine, wo ist jetzt, also hier ist der Gipfel, aber wo ist jetzt La Moral?
Ha. Die sind ja trotzdem noch hier. Naja. Keine Ahnung. So, hier oben ist einer dieser Sender. Gott, dieser Übergang patcht ihn doch endlich raus. Der ist unnötig. Der ist wirklich unnötig. Ich kenne auch keinen Mensch, der sagt, nö, ich finde Übergänge voll geil, dass ich da kurz Zeitlupe habe und nichts sehen kann. Orientierung verlieren finde ich voll lässig. Bitte mehr, Ubisoft. Noch nie gehört. La Jolla. La Jolla, Rang 13. Was bin ich? Rang 12? Rang 13? Ich weiß gar nicht. Diese Ränge gehen mir halt voll am Popo vorbei, weil die irgendwie so hart unnötig sind. Finger weg vom Heli. Wir können uns gerne klatschen, aber Finger weg. Finger weg vom Heli. Das war's. Mehr ist hier nicht. Einfach zerstören oder? What's the plan, man? Nee. Moment. Das nehme ich. Okay, am Ende doch zerstören. Bitte nicht stören. Ein Störgerät erledigt. Gut, aber wenn du jetzt schon reingehst, wird mein Download super langsam sein. Und ich wette, in McKays Gebäude wimmelt es nicht so von Soldados. Ja, also ich rate dringend dazu, mehr Störgeräte auszuschalten. Oder du musst dich auf einen heftigen Kampf einstellen. Mehr Störgeräte, wo sind denn welche? Ist das ein Störgerät? Oder muss ich die jetzt selbst suchen? Weil dann gehe ich rein. Dann gehe ich rein, drauf geschissen. Was meint, was habe ich jetzt hier gefunden? Oh, hier ist so ein Schutzpunkt. Oh, den nehme ich rein. Den nehme ich natürlich noch ein. Klar, die alte Säurefabrik. Säure? Aber sicher, Rudi. Aber sicher. Ich bin ja kein Unmensch. Oh je, Clara. Ich habe gerade eine große Fabrik in L.S.D. gefunden. Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber der Geruch brennt mir die Nasenhaare weg. Klingt nach einer Säurefabrik der Regierung. Da kann man Gift herstellen und lästige Ausgestoßene verschwinden lassen. Dani, sieh nach, ob die Soldados da drin Geiseln haben. Klingt lässig. Scharfschütze. Klingt irgendwie hart lässig, oder? Die Säurefabrik. So, dann legen wir mal los. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mein Führer. Ja, ja. Muss ich immer an die Simpsons denken. What? Ach komm, es war noch ein sauberer Treffer. Jetzt habe ich wieder die Kacke am Dampfen. Okay, noch mehr irgendwie jetzt hier nervös, oder? Guck mal, der hier war easy und der andere... Ab und zu verstehe ich es nicht. Moment, wo? Ach, hier. Hier ist noch jemand. Unten ist niemand. Oben wird wahrscheinlich noch irgendwo jemand sein. Kamera. Bada, bada, bada. Bisschen saftige Militärmucke darf natürlich auch nicht fehlen. Wo rennt hier noch jemand rum?
ehrlich gesagt kann ich niemanden sehen. Kugelsicherer Alarm. Ist auch ein kugelsicherer Alarm. Okay, warte mal. Da hinten? Ah. Du stehst echt perfekt. So. Jeffo ist down. Läuft hier noch jemand rum? Oder ist das die Maschine? Jetzt gehen wir erstmal hier hin und deaktivieren das Ding. Könnte der letzte da hinten sein. Das ist ja auch noch ein Alarm. Ja, war der letzte. Sauberer Schuss in your face. Und somit gehört uns die alte Giftfabrik. Säure? Ja, Säure. Kein Alarm ausgelöst, unentdeckt. Katsching, katsching, katschingelingeling. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier noch eine Waffe finden könnte. Oh, hier steht sogar mein Fahrzeug. Ey, wer? Wer war das? Geh ja nicht kaputt. Irgendjemand hätte beinahe hier mein Fahrzeug geschrottet. Welche Sau waren das? Uncool. Das könnte nützlich sein. Medizin. Kiste! Langweiliges Schießpulver, yay! So, Muchachos. In der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir hier hin. Hier ist noch Luftabwehr. Ja, kritisch. Ja, ich habe keinen Bock, diese anderen Störsender zu suchen, weil... Ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich, wir schaffen das schon irgendwie. Wir schaffen das schon irgendwie. Hier geht alles den Bach runter. Ja, hier geht alles den Bach runter, du sagst es. Bis zum nächsten Mal, Bewertung, auf Wiedersehen und... Tschüss!